Sensation um diese Fresken. Nach rund 2000 Jahren in Vergessenheit. Endlich wieder sichtbar. Bei Ausgrabungen im antiken Pompeji sind Archäologen auf diese Art Bankettsaal gestoßen. In diesem Saal feierten die alten Römer ihre Feste. Besonders gut erhalten sind hier die besonderen Wandverzierungen. Faszinierend für Wissenschaftler, an den frisch freigelegten Wänden prangen nicht etwa Szenen aus dem alten Rom. Die Wandgemälde zeigen Figuren aus der legendären Ilias, also der Geschichte über den Trojanischen Krieg. Griechische Mythologie der Superlative. Troja-Prinz Paris trifft auf die schöne Griechenkönigin Helena. Alle Figuren hell auf dunklem Untergrund. Laut Theorie der Wissenschaftler könnten die Figuren somit bei Kerzenschein besonders lebendig gewirkt haben. Immer wieder sorgt das durch einen Vulkanausbruch zerstörte Pompeji für Sensationsfunde. Erst vor 4 Monaten wird hier eine alte Gefängnisbäckerei entdeckt, in der Sklaven und Esel schuften mussten. Jetzt ein neuer Fund, hervorragend erhalten durch dicke Schichten Vulkanasche.